erschienenen Buch, liebe Schwestern und Brüder, habe ich in den vergangenen Wochen das Schicksal des Peter Andrejewitsch Strelzow gelesen. 1894 geboren, hat er im damaligen Russland noch begonnen, Kunstgeschichte zu studieren, ist dann aber ins Optinerkloster eingetreten, Mönch und Priester geworden. Immer wieder hat ihn das Sowjetregime ins Exil geschickt, bis er schließlich von 1942 bei einer nächst stärkeren Welle der Christenverfolgung bis 1958 in ein Sonderarbeitslager nach Sibirien kam. Es haben nur wenige überlebt. Er hat es überlebt und ist irgendwann Anfang der 70er Jahre gestorben. Vater Arseni heißt er. Dieser Mann ist inmitten dieser Hölle eines Sonderarbeitslagers in Sibirien. Es herrschten unmenschliche Zustände. Inmitten dieser Hölle ist er zu einer Insel des Lichtes, der Hoffnung und ein Halt für andere geworden. Für Kommunisten, für überzeugte Sowjets, die ebenfalls dort interniert waren, politisch Verfolgte, für Schwerverbrecher, die dort interniert waren, und für Gläubige, die sich gar nicht trauten, ihren Glauben zu bekennen. Was hat ein solches Schicksal mit Christi Himmelfahrt zu tun? Mir ist im Nachdenken über dieses Fest und seine Bedeutung kam mir dieses Buch in den Sinn mit der Frage, wie ist es möglich, dass ein Mann, der zu schwerer Arbeit nicht tauglich war, der musste diese Baracke in Ordnung halten, wurde von jedem getreten und geschlagen, dass er eine solche Überzeugung leben konnte. Wie ist das möglich? Ich denke, es ist nur möglich, und das Buch gibt Zeugnis darüber, die vielen Menschen, die anschließend die Begebenheiten mit ihm festgehalten haben, weil er inmitten dieser Hölle sich selber von oben her verstanden hat. Christi Himmelfahrt hat mit oben und unten zu tun. Wir werden oft konfrontiert, und das auf schlimmste Weise, eigentlich sobald wir die Nachrichten einschalten oder die Zeitung sehen oder auf Facebook unterwegs sind oder wo auch immer, mit der Seite von unten. Und es ist schrecklich, wenn wir nicht nur Zeitgenossen bis heute, zwar nicht nur die Gewaltregime bis heute, von Entwürdigung sind. Wenn wir sehen, wie sehr Menschen verachtet werden, wenn wir die Beispiele von Kinderarbeit sehen, die Entwürdigung von Frauen hier, zwei Straßen unterhalb. Alles das ist die Seite von unten. Und dieses Fest geht nicht dahin und leugnet diese Wirklichkeit. Aber die Frage ist, von woher verstehen wir uns? Und es ist richtig, wenn Benedikt XVI. Darauf hingewiesen hat, mit diesem schönen Wort, dass es nicht um die Vermessung von Stockwerken im Weltall geht, sondern bei diesem Fest geht es um das Maß des Menschen, der oft genug mit dem Unten konfrontiert ist, aber es kommt darauf an, von woher sich versteht. Und das rechte Maß des Menschen ist immer nur dann gegeben, wenn er sich von Gott her versteht. Wir lesen das auf der ersten Seite der Bibel, denn er ist Abbild Gottes. Jeder Mensch, ob Frau oder Mann, ob mit einer Behinderung oder nicht, Abbild des lebendigen Gottes. Nur so, von daher erreicht der Mensch das volle Maß. Aber wir erfahren es selber, dass dieses Bild Gottes beschädigt ist. Aber wenn wir uns in dieses beschädigte Bild verkrallen, dann finden wir nicht das rechte Maß. Dann finden wir nicht die rechte menschliche Höhe, zu der wir fähig sein sollen und zu der wir wirklich fähig sind. Wer sich immer nur ins Unten verkrallt und unten festhält, in das Unten, sich permanent mit dem Unten konfrontiert, findet keine Hoffnung. Das endet in Depression und Verzweiflung. Und vielleicht ist unsere Zeit
entsprechendes Zeichen genau für dieses Phänomen. Vielleicht verstehen wir auch von daher, wie falsch der Satz ist, der auf Karl Marx zurückgeht. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich weiß, man kann darüber lange philosophische Kontroversen führen. Aber es geht ja nicht darum, die Existenz, die jetzt da ist, die schwierigen Bedingungen, unter denen Menschen leben, etwa zu Zeiten von Karl Marx, wenn wir an die Arbeiterschicht denken, das zu leugnen. Aber wie ist der Mensch zur Höhe fähig? Es ist schon erstaunlich, dass Trier diesen, man denkt, es ist der Stadtpatron, diesen Karl Marx doch entsprechend feiert und dass diese große Feier in einem immerhin evangelischen Gotteshaus beginnt, in der Konstantinbasilika, wo sich Herr Juncker hinstellt und dann sagt, naja, man könne ja schließlich, er tut das in einer sehr galanten Art, das ist ein leutseliger Mensch, da ist ein begabter Redner, er sagt dann, naja, man könne halt eben Karl Marx nicht für alles verantwortlich machen, was daraus erfolgt sei. Man könne ja auch Jesus nicht für die Hexenverbrennungen verantwortlich machen. Was daran, lieber Herr Juncker, unlogisch ist, ist schnell aufgezeigt. Das ist immerhin Katholik, dieser Mann. Die Hexenverbrennungen bis hin zum Kindesmissbrauch, das gesamte Sündenregister der Kirche, dem wir uns aussetzen müssen, widerspricht glasklar dem Evangelium und Jesus Christus. Und gegen dieses Sündenregister ist das Evangelium einklagbar. Man wünschte, man könnte das Gleiche für die Ideen und die Schriften von Karl Marx sagen. Das Schicksal eines Vater Arseni und vieler Millionen andere ist ein logischer Ausfluss dieser Überlegungen, eine konkrete Anwendung. Wenn Sie heute einen Katholiken in China fragen, der kann Ihnen das live berichten im Jahr 2018. Wenn wir das sehen und wahrnehmen, dann ergeht die Einladung dieses Tages heute nicht dahingehend, dass wir uns noch einmal irgendwelche Wolkensphären vorstellen, sondern dass, wie es die Väter sagen, wie wir es eben im Tagesgebet gesprochen haben, du hast den Menschen in seiner ursprünglichen Würde wieder erneuert. In Christi Himmelfahrt, indem er das Menschsein, das er angenommen hat, und zwar das beschädigte Menschsein, diese gekreuzigte Existenz, die blutend verwundete Existenz, hin zu Gott trägt, wird das ursprüngliche Bild des Menschen, wie die Väter sagen, erneuert und wiederhergestellt. Wir haben erneut eine Richtung. Wir verlieren uns nicht einfach irgendwie im Unten und müssen uns dann irgendwie in unserem Sein, so bescheiden es sein mag, irgendwie einrichten und damit abfinden? Nein, es gibt, und das feiern wir heute, eine Orientierung. Eine Orientierung, wie wir uns als Menschen verstehen, zu welcher Höhe und Größe wir fähig und berufen sind. Und das heißt auch, dass wir verstehen, von oben her und wissen, wie wir diese Dunkelheiten, wie wir auch die Höllen unserer Zeit und auch manchmal die raue Winterzeit in der Kirche überleben können durch die Gnade Christi, wenn wir versuchen, von ihm her zu denken, uns von seiner Höhe her zu verstehen und auf ihn hin zu leben.